Gut, Freunde der Sonne, ist mal wieder Zeit weiterzumachen. Wo bin ich das letzte Mal stehen geblieben? In so einer lustigen Bergwelt mit Lava. Ach ja, richtig. Und ich habe mir voll Mühe machen wollen, mein Power-Up immer schön zu behalten. Deswegen mache ich das auch. Wow, genau wegen solchen Leuten. Okay, gut, ein Cape macht mich jetzt auch nicht da irgendwie besser. Aber was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Okay, es hat doch geholfen, ein Cape hier zu haben. Krass, so ein Viech habe ich noch nie gesehen. Das war sehr, sehr übel. Hier haben wir Lampen. Locker sind das so Stachellampen oder sowas, die mich aufessen. Nein, sind es nicht. Das sind ganz normale Lampen. Okay, ich brauche einen blauen. Habe ich den blauen Switch noch nicht? Ich dachte, mittlerweile hätte man doch irgendwie jeden. Aber dann hätte ich da unten lang gehen können. Hätte mir der gelbe gefehlt, da hätte man noch rüberfliegen können oder so. Aber ich glaube, so komme ich da nicht mehr rein. Obwohl es sieht knapp aus. Moment. Das Blöde ist, sind diese Stacheln. Aber ich glaube, möglich an sich wäre es eigentlich schon. Ich probiere das jetzt mal ein bisschen. Ne, aber... ne, ich glaube, ich lasse es mal. Ich glaube, aus Level hat ja eh kein Secret Exit. Ich glaube... so schlimm kann schon nicht sein dann. Also einfach fröhlich hier weiter. Fleißig Blumen kaputt machen. Fleißig Viecher kaputt machen. Fleißig noch mehr Blumen. Zum Glück kann ich alles in meiner Spin Attack auslöschen. Das macht das Level um einiges für mich einfacher. Na gut, was heißt ja für mich? Es wäre für jeden einfach. Wieso kriege ich das da nicht kaputt? Was ist denn da los? Das ist sehr komisch. Okay, hier kommt Viecher raus. Und hier geht's wieder hoch. Oh yeah. Und Ziel? Ziel? Nein, Midway. Kein Ziel. Und überall Lava. Ah, jetzt ist hier der Typ da, ne? Der voll ausrastet. Okay, schnell töten. Bevor noch immer Schlimmeres passiert. Aber die Mucke ist auf jeden Fall cool. Die hatten wir schon mal, ne? Also die kam ja schon mal vor. Das Link's Awakening ist die. Ein Trampolin für mich hier. Das brauchen wir sicher. Da oben. Hier nämlich. Und wir gehen noch weiter in die Höhe. Oh, diese Scheigeist, die waren ja mies. Also mies cool eigentlich, um ehrlich zu sein. Aber ich kann nicht drauf springen, ne? Ja, klar, die haben hier diese Speere da. Wow, was ist denn jetzt mit der Mucke? Jetzt kommen da diese Geräusche raus. Also diese Sounds halt. Ja, ihr wisst doch, was ich meine. Und fleißig weiter töten. Und hier kann ich klettern, aber ich habe es voll versaut. Aber hier gibt es auch viele Wege. Moment. Ich gehe jetzt erstmal hier oben lang, eiskalt. Au. Ist ja nicht schlimm. Ich habe ja noch einen. Und da unten ist einfach nur ein paar popelige Münzen. Im Prinzip voll uninteressant. Und kein Mensch auf der Welt will das haben. Keiner will Geld haben. Geld ist sehr unbeliebt in unserer heutigen Zeit. Okay, Moment. Ach, das ist ja gar nicht mal so schwer, wie ich dachte, diese Stelle. Aber dann bin ich runtergefallen. Und muss wieder von vorne beginnen. Und das fängt schon damit an, dass man überhaupt hier hochkommt. Ich hatte es schon voll. Das ist irgendwie richtig mies. Aber dann fällt man irgendwie hier durch oder so. Frag mich nicht, wie das passieren konnte. Aber hier gibt es auch eine neue Feder. Und... na, solange man halt immer mit Federn versorgt wird, ist ja alles auch gut. Und hier fliege ich jetzt mal als... ach, ich darf nicht fliegen, okay. Das muss ich natürlich rausfinden, indem ich sogar noch mein Fliegen-Power-Up verliere. Anders darf man das nicht rausfinden. Aber da oben ist auch ein kleines Symbol. Über, also wenn ihr da oben guckt, da ist ja die 67 und dann links ist irgendwie so ein Kreuz und ein Stern und darüber ist halt eine durchgestrichene Feder. Das ist zwar nicht sehr auffällig, aber es ist zumindest da die Warnung. Aber das Level ist gepackt. Das war cool und das war ein sehr langes Level, muss man sagen. Und 8. Schloss. Wow, so weit sind wir schon. Na, komm mal runter, mein Sohn. Und dann... okay, und dann... hol ich mir hier einfach ein neues Power-Up. Das sogar... wow, das ich muss zugeben, man kriegt sehr früh an diesem, in diesem Level ein Power-Up. Das ist sehr ungewöhnlich für diesen Hack. Normalerweise kriegt man irgendwie mal... irgendwie gar nichts und dann mal vielleicht... Midway Point, wenn das Spiel magnetisch ist. Vor allem, wenn man noch ein Power-Up braucht oder so. Um ein Secret Exit zu lösen. Dann kann man es auch irgendwie richtig vergessen. Ach, da gibt es schon gleich das Neue. Ich würde es schon gerne versuchen mitzunehmen, aber...
Das scheint mir gerade nicht so möglich zu sein. Boah. Okay, wisst ihr was? Ich versuche einfach... Nein, das versuche ich nicht. Das ist sehr komisch, weil dieser drehende Boden... Ach, das kommt ja hier hoch. Okay, ich krieg das Ding nie in meinem ganzen Leben. Also der drehende Boden ist sehr stark eingestellt. Das heißt, man kommt kaum voran. Aber wenn man springt, dann kommt man wieder plötzlich sehr schnell voran. Das ist so verwirrend. Und dann überall Flammen und andere böse Sachen. Und dann dachte ich mir, nein, das wird nie im ganzen Leben was. Also habe ich aufgegeben. Aber einen habe ich ja noch. Und ich habe ja noch die super duper Safe States. Und da geht das schon fit. Eine Folge, denke ich, muss ich jetzt nicht haben. Wow, da hätte ich nicht safe staten sollen. Aber ich muss mich sehr beeilen. Oh, das ist fies, weil man jetzt voll weit nach vorne getrieben wird. Guckt's euch mal an. Ich lande, bam, dagegen. Okay, und schnell durchrennen. Ach nein, jetzt ist es das hier auf einmal. Okay, okay, ich bin am Leben. Ich bin wieder tot. Wow. Ist das ein mieser... Ich fliege jetzt einfach die Hälfte hier durch und dann geht alles gut. Einmal muss der noch. Dankeschön. Ach ja, jetzt haben wir wieder das. Ich kann schon gar nicht mehr richtig reden, so schlimm ist das. Was? Der berührt mich doch. Guckt's euch an. Ist das eine Berührung? Ich glaube, das Spiel lügt mich wieder mal hemmungslos an. Okay, wie mache ich das? Nur durch Springen geht das. Rennen ist eigentlich irgendwie nicht möglich. Oh nö. Okay, ich versuche jetzt weiter zu rennen. Ich... Wow, ich bin schon fast instant tot. Nein, da habe ich doch gar nicht... Ah nein, spack mein Gamepad wieder, kann das sein? Okay, wartet, ich rewind bis hier. Da habe ich auch nicht gespeichert. Ja, der macht wieder automatische Save States. Guck, seht ihr, unten steht ja Save State saved. Und dann sieht man, genau, da macht er einfach den Save State. Wow, das Ding ist jetzt einfach mal weggeglitscht. Boah, das fällt mir gerade richtig schwer. Das Level mag ich gar nicht. Das ist nicht gut. Erst recht, wenn der noch automatisch einfach speichert, wenn es gar nicht mehr sich anbietet. Ja, hier muss ich das Power-Up einfach verlieren, keine Ahnung. Boah, es ist viel zu schwer. Okay, zumindest eine Tür. Boah, das war echt keine gute Stelle, weil man einfach gar keine Chance hatte. Man musste ja sich berühren lassen. Der Boden, der war ja gar nicht mal richtig. Man wurde direkt irgendwo reingezogen. Man hatte eigentlich kaum eine Chance, das zu schaffen. Und jetzt bin ich auf einmal hier. Oh nein. Oh nein. Okay, hier bin ich. Drüben, ja. Okay, jetzt haben wir so einen Boden, der sich einfach mal abwechselt mit Boden sein. Und hier haben wir gar nichts, das ist immer respektlos. Ah. Ich kann die auch nicht zerstören. Okay, das ist gut zu wissen. RIP und dann wird man runter... Scheiße, natürlich so gesaved, dass man instant getroffen ist. Naja gut, zumindest bin ich noch nicht tot. Hier bin ich sicher. Jetzt muss ich ja warten, bis das weg ist. Hier nochmal kurz warten. Mit Power-Up, also mit Fliegen-Power-Up natürlich. Wäre das Ganze jetzt ein bisschen schöner. Aber da muss ich jetzt irgendwie auch so durch. Den Pilz muss ich jetzt nicht haben. Allerdings. Na gut, obwohl, ne? Ich glaube, den Pilz brauche ich wirklich nicht. Ich meine, wenn ich jetzt getroffen werde, ist es eigentlich auch scheißegal. Schön getimte Sprünge immer. Wo? Bin ich gerade durch? Ich bin gerade durchgefallen, okay. Das heißt, rewind, rewind, Stelle von vorne. Weil ich gerade wirklich durch diesen Stein durchgefallen bin. Ach, ich bin nicht... Hä? Aber da habe ich auch kein Safe State gemacht. Das ist doch scheiße, weil ich genau wusste, da werde ich jetzt nochmal verrecken. Ich knall immer hier gegen. Ich bin jetzt nicht im Stein durch. Das war jetzt falsch ausgedrückt. Ey, ich sehe es gar nicht an mir ein neues... Da habe ich auch nicht ein Safe State gemacht. Ach, scheiße. Ich sehe es gar nicht an mir... Ich weiß nicht. Ich würde es gar nicht einsehen, mir jetzt noch ein Gamepad zu kaufen. Ich habe 30 Euro dafür gezahlt. Und das hält dann gerade mal so ein paar Monate. Wo sind wir denn hier? Und da habe ich... Ich darf nicht mal mehr load staten. Hallo, hört ihr das? Ich darf keine...
Darf ich wenigstens rewinden? Ich darf nicht mehr, weil guck, da steht die ganze Zeit stay, saved. Ich darf es nicht mehr wegmachen irgendwie. Geht das jetzt weg? Scheiße, ey, dieses scheiß Gamepad, Mann. 30 Euro für den Arsch. Ich könnte mich so aufregen, wisst ihr das? Tue ich auch gerade. Weil es mich so am Spielen gerade hart behindert. Nimm mir die ganze Spielfreude immer wieder. Dass er immer Safe States macht, wenn ich in der Lava bin oder so ein Scheiß. Ich meine, ich selbst würde sowas auch niemals drücken. Das ist doch bescheuert. Das liegt einfach daran, dass der Knopf da klemmt. Dieser, was auf dem PlayStation Controller L, nee, R2 wäre. Das drückt einfach mal automatisch durch. Aber jetzt wäre das Schloss auch geschafft. Das wird einfach genommen und weggeschmissen. Ja. Left Arm. Ich werde den linken Arm mehr trainieren. Ja. Und Near the Wally, okay. Bitte nicht so ein dreckiges Cave-Level. Mir fällt jetzt schon auf, dass mir ein Flugpower-Up hier sehr stark fehlt. Hier gibt es immerhin noch einen Pilz. Aber das scheint ja wohl halt Steine zu sein und eigentlich bis jetzt noch ganz okay. Okay, jetzt ist es ein Cave-Level. Bitte nicht. Okay, es ist genauso eins wie die, die ich immer gehasst habe. Okay, erstmal muss man hier warten auf ein neues. Oh Mann. Das kann man richtig vergessen ohne Flugpower-Up. Ja. Egal was passiert, ich sterbe an irgendwas. Das würde halt nicht passieren, wenn ich eine Feder hätte. Zumindest nicht so extrem. Versteht ihr mich? Okay, zum Beispiel weiß ich gar nicht, wie ich hier vorbeikommen soll. Mit einem Flugpower wäre es kein Problem. Ich könnte hier einfach durch. Nein, jetzt muss ich irgendwie so versuchen, mich auf diesem Lava-Ding zu tricksen. Oder was auch immer von mir gerade abverlangt wird. Weil mit Running Speed komme ich hier niemals hoch, glaube ich. Oh doch, komme ich echt. Krass. Ich dachte, ich müsste einen Spinjump auf diesen Lava-Brocken machen, der gerade mal zufällig da hochkommt oder so eine akrobatische Scheiße halt. Und da ist das Power-Up auch flöten gegangen. Ich hoffe, hier unten bin ich richtig. Zumindest wenigstens nicht falsch. Okay, ich muss jetzt irgendwie eine Gelegenheit finden, hier mal durchzukommen. Man kann ja, wenn man genau richtig springt. Ach, jetzt kommt auf einmal nichts mehr. Okay. Frag mich nicht warum. Boden schaffe ich es noch. Oh, da ist ein Flugpower. Mal sehen, kann ich mir das holen, theoretisch? Das sieht mir nicht gerade sehr möglich aus. Ne, ich muss es lassen. Ich wüsste nicht, wie ich das machen soll. Hier ist ein Midway. Ach Mist. Ach Mist, warte, ich will das behalten, damit ich versuchen kann, noch ein Power-Up irgendwie zu erhalten. Um dann eine Feder daraus zu holen oder so. Aber ihr seht ja, selbst das ist einem gar nicht möglich. Das ist so, boah. Ich guck mal, ob ich nach diesem Level mir auch eins holen kann, ein Power-Up. Dringend. Ach scheiße, jetzt läuft das langsam wegen diesen Lichteffekten hier. Ah, das ist nicht gut. Ach nein, dann ist da oben noch so ein Stein. Nicht so ein Stein, so ein spitzes Teil, was man überhaupt nicht sehen kann. Deswegen kann man doch gar nichts dafür. Oh Mann. Okay, das habe ich doch noch ganz gut erledigt. Und das, guckt, seht ihr, ich werde einfach grundlos klein. Man sieht gar nicht warum. Das ist nicht gut. Das ist richtig scheiß umgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt muss ich diese Stelle deswegen nochmal machen. Man sieht diesen Stein da oben gar nicht. Das war jetzt ein Vollblume, nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe. Ach, ich kann ja gar nicht hochspringen. Wo muss ich denn dann lang? Ach so, okay. Den kann ich ja wenigstens versuchen zu töten diesmal.
Scheiße. Naja, ich glaube, die Feuerblume, der brauche ich jetzt nicht so hart hinterher zu trauern. Hier komme ich eh nicht vorbei, ohne mich treffen zu lassen, denke ich mal. Ja, ja, töten. Und... boah, in Zeitlupe irgendwie doch noch durchgekommen. Gut, ich bin sogar richtig. Der untere, der obere Weg war eine Sackgasse. Aber ich denke, jetzt wird die untere Seite eine sein. Oder ist es wieder oben und hier ist nur die Yoshi-Coin? Ja, so sieht's aus. Wieder unten lang. Ah, voll da rein. Ach, da oben ist wieder ein unsichtbarer Stein. Boah, ist das schlecht gemacht. Dieser Luigi's Adventure-Hersteller, der kann einfach mal sowas von gar nichts mehr. Da, wieder. Das ist so schlecht gemacht. Wer macht denn sowas? Ist der bescheuert, der Typ, oder was? Ja, ich beleidige ihn jetzt. Der kann ja eh nur Japanisch. Der wird nie im Leben rausfinden, was ich über ihn gesagt habe. Ich meine, der kann ja nicht mal richtig Englisch. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall in der letzten Welt. Glaube ich mal. Wally auf Bowser. Und Bowser ist einfach mal klein geschrieben. Egal, auf sowas sollten wir keine Acht nehmen, oder? Gucken wir uns mal kurz die Map an. Ja, okay. Los geht's. Yeah, wir haben Musik aus. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Mario RPG, kann das sein? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall irgendwas für den Super Nintendo, glaube ich. Ich glaube, es war Mario RPG. Was mir jetzt schon auffällt, ich gehe erstmal dankend raus und hole mir jetzt erstmal... Ach, ich darf gar nicht raus. Doch, ich darf raus. Gut. Ich gehe jetzt mir erstmal hier Fliegenpower abholen. Und zufällig weiß ich, dass man das in diesem Level recht schnell bekommt. Oh. Ja. Aber da fällt mir noch was auf. Wie soll ich denn ohne Flugpower jemals dahin kommen? Okay, warte, so. Das geht das überhaupt? Okay, das ist blöd. Ich brauche ein Flugpower, um dieses Flugpower da zu bekommen. Dann darf ich ja wieder ganz von vorne anfangen, so gesehen. So komme ich da nicht rüber. Doch. Jetzt habe ich es einmal geschafft. Problem ist, ich muss jetzt erstmal diesen Pilz erwischen. Und dann muss ich das nochmal machen, während ich groß bin, was noch viel schwieriger wird. Mal sehen, ob und wie man das lösen kann. Ach, ich kann auch... Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd von mir. Man hätte es auch, wenn man wirklich geschickt getimed springt, genau wie jetzt schaffen können. Aber das ist auch schon mal gut, dann habe ich auch schon mal was.